Guten Morgen. Hey. Guten Morgen. Wow. Was soll das mit dem Stoppelacker im Gesicht, Mann aus den Bergen? Oh, na ja, weißt du, ich hab gedacht, es ist Wochenende. Und ich hatte gedacht, dass... Was? Schatz, hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? Hm? Wie lange lässt du dir den schon stehen? Es hat geklingelt. Ja, ich sag's ihm. Danke sehr. Schicken Sie jemand vom Sicherheitsdienst. Danke sehr. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Rita, ich bin's. Entschuldigung, wieso klingen Sie wie Evan Baxter und sehen aus wie ein Beatie? Okay, in Ordnung. Spitzenklasse, großartig, er ist gewachsen. Oh, du meine Güte, du bist es wirklich. Oh nein. Evan, was ist passiert? Also, bist du in eine tiefe Grube gefallen? Nein. Bist du gerade aus dem Koma erwacht? Nein. Wurdest du von einem Werwolf angegriffen? Nein, das wurde ich nicht. Wenn du dir eine männliche Note zulegen willst, ist das etwas überzogen. Siehst aus wie ein Penner in Nadelstreifen. Du brauchst einen Friseur und eine Rasur. Da, genau, ja, aber es geht nicht, es funktioniert nicht. Was meinst du damit, es funktioniert nicht? Es funktioniert nicht! Hast du dir Haarwuchsmittel injiziert? Rita, wenn Evan da ist, sag ihm, bitte entschuldigen Sie, Sir, ich bin sofort bei ihm. Ah, Evan, genieß den Augenblick. Okay, ja, um jegliche Fragen vorab zu beantworten, ich durchlebe gerade eine zweite Pubertät. Das ist alles nur vorübergehend. Also, wozu braucht ihr mich hier? Was ist so wichtig? Was so wichtig ist? Ich habe hier eine Stellungnahme zu Congressman Longs Gesetzesentwurf. Du erinnerst dich sicher. Du warst nicht hier und jetzt verlangt er, dass du das unterzeichnest. Und zwar persönlich, Evan. Nein, das kann ich nicht tun. Nein, kommt nicht in Frage. Nein, das kannst du nicht. Nicht so, wie du aussiehst. Du musst dich rasieren. Ich kann mich nicht rasieren, Marty. Wenn ich mich rasiere, wächst es wieder nach. So ist das nun mal, wenn man sich rasiert. Aber dann rasiert man sich wieder. Du hast ja keine Ahnung. Evan, was ist hier los? Ich, baue etwas. Du baust etwas? Nun, ich hoffe, es ist ein Friseursalon. Hört zu, Long darf mich so auf gar keinen Fall sehen, okay? Ihr müsst ihm sagen, dass ich krank bin. Denkt euch irgendwas aus. Ihr müsst mir helfen! Komm schon, Evan, sei vernünftig. Rasier dir endlich deinen Bart ab. Ich brauche dein Gesicht wieder. Ich brauche dich wieder. Sag mir wenigstens, was du da baust. Ich baue ein Boot. Du baust ein Boot? Halte die Stellung hier für mich. Ich will nicht, dass mich jemand so Congressman! Sieht. Was, ich? Da sind Sie hier. Congressman Long, Stammeln Sie nicht rum, mein Sohn. Wir schwitzen doch alle gelegentlich mal. Ich werde Sie schon nicht beim Direktor verpetzen. Nicht zuletzt, weil ich ja der Direktor bin. Wirklich sehr gut. Wieso verstecken Sie sich? Haben Sie eine neue Zahnspange? Nein. Das ist eine komische Sache. Jetzt nehmen Sie das mal runter. Ich kann kein Wort von dem verstehen, was Sie sagen. Mach's bitte. Habe ich für meine Frau gemacht, Sir. Versuche, mein Liebesleben wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Sie ist nämlich ein ziemlicher Cat-Stevens-Fan. Man muss immer bereit für Neues sein. Würden Sie uns einen Augenblick entschuldigen? Der Kongressabgeordnete und ich müssen uns kurz unterhalten. Kommen Sie. Hübsch, oder? In der Politik geht's zu wie beim Hundekampf. Wer gewinnt, bekommt einen größeren Zwinger. Nehmen Sie Platz. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Gehen Ihnen etwa die Nerven durch, oder was? Nein, Sir. Ach bitte, Sie bekommen die Gelegenheit, ein Gesetz mit zu unterzeichnen und dann tauchen Sie hier bei mir auf und sehen aus wie der fünfte Beatle. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass hier alles in Butter ist. Nun ja, Sir, ich würde sogar sagen, dass alles in Rahmbutter ist. Sicher ist es das. Schon klar. Kennen Sie sich mit Tieren aus, mein Sohn? Die argentinische Ruderente hat einen Penis, der so lang ist wie ihr Körper. Aber das wissen Sie wahrscheinlich schon. Oder haben davon gehört. Ganz nebenbei. Irgendwann. Haben Sie schon mal etwas von dem Polarwolf gehört? Nein, Sir.
ganz oben in der Nahrungskette. Schnell, clever, kann sich verteidigen, aber er verlässt sich nicht darauf. Er zieht es vor, mit dem Rudel zu ziehen. Wissen Sie warum? Nein. Der Polarwolf-Congressman hat begriffen, dass er noch stärker ist, wenn er sich in der Gruppe befindet. Wissen Sie, was passiert, wenn ein Wolf aus dem Rudel ausbricht? Die anderen Wölfe fallen über ihn her, weil er der Gruppe schadet. Autsch, das tut sicher weh. Haben Sie von Jim Jenkins gehört, dem jungen Kongressabgeordneten aus Tennessee? Als ich ihn kennengelernt habe, war er noch richtig grün hinter den Ohren. Und jetzt ist er der Vorsitzende eines eigenen Ausschusses. Congressman Jenkins, Congressman Whitehall und Freeman. Sie alle haben einen Sitz im Ausschuss, weil Sie mit dem Rudel laufen. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Laufen Sie mit dem Rudel oder werden Sie ein einsamer Wolf? Ich bin ein Rudelmensch, Sir. Gut, ich werde den Entwurf zum Ranzplan in 2 Wochen vorlegen. C-SPAN zeigt das live. Ich will nichts mehr als Ihre volle Unterstützung. Ja, Sir. Diese Fische hängen ja an Ihnen wie die Kletten. Die Vögel fliegen Ihnen hinterher. Die Fische folgen Ihnen. Wollen wir doch mal sehen, ob Ihnen nicht auch ein paar Kongressabgeordnete folgen. Lassen Sie uns das Gesetz auf den Weg bringen. Ja, Sir. Ja. Erfolgreich, einflussreich, gut aussehen, glücklich. Erfolgreich, einflussreich, gut aussehen, glücklich. Zurück an die Arbeit. Okay. Na schön. Du willst, dass ich das trage, also mach es auch. So schau wie du, bin ich schon 2-mal. Hä? Hahaha! Kiss, du siehst aus. Aus dem Schüler oder der Lehrer. Dürfte ich um Ruhe bitten? Rita, irgendein Lebenszeichen von ihm? Marty, ich hab doch gesagt, ich ruf dich an, sobald... Okay, du hast mich erwischt. Er ist hier. Wir haben gerade Yogastunde. Das ist nicht der Moment für Witze, das ist ernst. Wenn er nicht gleich auftaucht, sind wir alle unserem Job los. Warte, ich mach nur schnell meinen Sonnengruß zu Ende. Marty, ich bin spät dran, ich weiß. Komm, gehen wir. Was ist das? Ich mache Olivenöl aus Oliven. Nimm dein Telefon und komm. Im Grunde ermöglicht dieses Gesetz Privatleuten den Erwerb von Grundbesitz, der ihnen eigentlich bereits gehört. Dürfte ich um das Wort bitten? Sieh mal, da ist er. Ja, ich sehe ihn. Doch Sie verschleiern, worum es in Wirklichkeit geht. Hier geht es um großflächige Bebauung und nichts anderes. Evan, was soll denn das? Du hast einen Pferdeschwanz direkt im Gesicht. Was tust du als nächstes? Flechtest du deine Augenbrauen? Eine Bebauung würde viele Arbeitsplätze schaffen und den Binnenhandel steigern. Wenn Sie das für erstrebenswerte Ziele halten, dann dürfen Sie sich mir und den anderen Befürwortern anschließen. Congressman Dodd. Congressman Hughes. Und Congressman Baxter. Gerade das Kostüm gewechselt? Hältst du das hier für die Oscar-Verleihung? Du bist nicht Whoopi. Ladies and Gentlemen, bitte. Bitte. Congressman Baxter will seine Unterstützung für die Gesetzesvorlage nur dramatisch untermalen. Congressman, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie ganz kurz vor einer offiziellen Verwarnung stehen? Oh nein. Hey, würde es jemandem was ausmachen, wenn ich das Fenster schließe? Thank you.